Willkommen in Potters Bluff. Herzlich willkommen zu deinem Video auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um die Flop 10 des Jahres 2015, die meiner Meinung nach schlechtesten Filme des Jahres. Und da gab es doch echt einige. Und ja, manchmal quält man sich durch Filme, aber ja, manchmal ist es auch wert, denn durch einen schlechten Film weiß man wieder gute Filme zu schätzen. Und ja, ich habe jetzt hier die schlechtesten 10 versammelt und werde euch genau sagen, warum ich diese Filme scheiße finde und was ich an ihnen hasse. Und fangen wir auch gleich an mit der Top 10 der schlechtesten Filme 2015. So, Platz Nummer 10. Teilen sich zwei Filme, die nicht wirklich per se schlecht sind, aber die mich sehr enttäuscht haben. Und zwar ist das Black Hat und Knight of Cups. Ein Michael Mann-Film und ein Film von Terrence Malick. Beides großartige Regisseure, die sich aber hier doch sehr vergriffen haben. Black Hat funktioniert einfach nicht. Die Darsteller sind einfach, der Cast ist miserabel in Black Hat, das muss ich wirklich mal so sagen. Die Thematik ist nicht irgendwie umgesetzt, das ist einfach nicht Michael Manns Steckenpferd so in der Thematik. Es wird hier und da eine sehr inszenatorische Schönheit gezeigt, aber das Drehbuch war einfach nur unter aller Kanone. Wenn man dann so setzt, dreimal den gleichen Satz hört vom Hauptdarsteller, ich muss mein Ding durchziehen, aber dann, ach, Black Hat war wirklich eigentlich ein Schuss in den Ofen. Ich habe ihm sogar nochmal eine zweite Chance gegeben und er hat noch mehr versagt als beim ersten Mal. Knight of Cups zeigt, dass Terrence Malicks Stil manchmal auch wirklich aufgesetzt ist und ja, dieser Film ist recht sinnfrei. Also wie der Charakter streut man sinnfrei durch diesen Film. Wird zugedröhnt von den wunderschönen Bildern, aber letztendlich ist das 2 Stunden lang wirklich langweilig. Muss man wirklich ganz klar sagen, obwohl ich das Wort nicht gerne benutze, langweilig. Platz Nummer 9 geht verdientermaßen an Taken 3 mit Liam Neeson. Oh ja, sie haben seine Tochter genommen, sie haben seine Frau genommen, sie haben ihn gejagt, bla bla bla. Taken 3 ist ein schlechter Film, das muss man wirklich so sagen. Und was das Allerschlimmste in dem Film ist, ist der Schnitt. Dieser Film ist kaputt geschnitten von vorne bis hinten. Da gibt es teilweise wirklich gute Action-Szenen, die komplett zerschnitten werden. Er hüpft über den Zaun und es werden 4-5 Mal die Einstellung gewechselt in 5 Sekunden. Das ist einfach nur widerlich, ist nicht schön fürs Auge. Wie gesagt, Action-Szenen muss man am besten ausspielen lassen in einer langen Einstellung, dann wirken die effektiv. Aber wenn hier etwas runterfällt und es wird 5 Mal hin und her geschnitten, geht der ganze Effekt verloren. Ja, Taken 3 ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man Action nicht machen sollte. Platz Nummer 8, Hot Tub Time Machine 2, war eine widerliche Komödie, eine absolute, das ist so richtig laut, dumm, dämlich. Und der Film ist so dämlich, er nimmt die Zuschauer nicht mehr ernst. Da kommen teilweise Rückblenden von Szenen, die 10 Minuten vorher passiert sind, weil die Leute wahrscheinlich denken, die Leute sind so dumm, dass sie sich das nicht mal gemerkt haben. Also Hot Tub Time Machine 2 ist wirklich eine Beleidigung, wo ich den ersten noch ganz sympathisch fand. Platz Nummer 7, Love von Gaspar Noé zeigt halt, was ich seit Ende der Welt schon vermute. Gaspar Noé ist absolut kein Geschichtenerzähler. Ihm interessieren seine Geschichten auch nicht wirklich, ich weiß nicht, er interessiert es eigentlich nur wie, und diesmal ist es wirklich extremst langweilig geworden. Dieser Film, diese gekünstelte Provokation richtet einen komplett auf. Der Film ist wirklich teilweise richtig amateurhaft. Die Schauspieler sind unter aller Kanone. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Love ist, und viel zu lange wieder mal, Love ist, ne. Also wenn Gaspar Noé sich nicht langsam fängt, wird er für mich langsam wirklich uninteressant. Platz Nummer 6 teilen sich ein paar Filme. Fuck You Goethe 2, Fast and the Furious 7 und San Andreas. Alle auf ihre Art richtig dämlich. Fuck You Goethe 2 ist, was soll man dazu sagen, das ist gar kein Film. Das sind einfach nur irgendwelche, habe ich das letztens gehört, ich glaube, bei einem anderen Kritiker, wo war denn das, ich weiß gar nicht. Er hat gesagt, der Film kommt dann vor wie ein Haufen YouTube-Clips aneinandergereiht und so ist es auch. Dieser Film ist für Intelligenzallergiker, der Film ist nicht lustig, der hat absolut richtig unterirdische Gags. Das ist wirklich, echt, der Film ist eigentlich kein Film. Was soll man dazu noch sagen? Naja, Fuck You Goethe 2 wirklich das Schlechteste, was ich gesehen habe. Fast and Furious 7, was soll ich dazu noch sagen? Die ersten 6 waren auch schon scheiße. San Andreas, sinnloses Effektfeuer, langweilig bis zum geht nicht mehr. The Rock ist kein Schauspieler. Dieser Film ist einfach nur überflüssig hoch 10. Platz Nummer 5, Pixels. Ich mag Adam Sandler, aber er hat anscheinend einfach keine Lust mehr, gute Filme zu machen. Anders kann man sich Pixels nicht erklären. Dieser Film ist langweilig, generisch, fehlbesetzt. Kevin James als Präsident der Vereinigten Staaten muss man sich erstmal reintun. Und selbst die Retro-Gamer kommen nicht auf ihren Spaß, denn diese ganzen, wie das gedreht ist, finde ich alles bescheuert. Den Stil, also Pixels, geht gar nicht. Platz Nummer 4. So schlimm war ich noch nie. Also so einen Hass hatte ich noch nie in einem Kino.
Poltergeist Remake. Doch, einmal beim Nightmare on Elm Street Remake. Also das Poltergeist Remake war von vorne bis hinten mies. Scheiße. Langweilig. Schlecht geupdatet. Also, ich kann über... Oh, wenn ich drüber nachdenke, ich mir wird richtig schlecht. Platz Nummer 3. Jurassic World. Was für ein Haufen Scheiße. Also mal ernsthaft. Dieser Film spielt mit den Sympathien, die Leute haben für Teil 1. Macht so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Krankt an, ist an jeder schlechten Eigenschaft des heutigen Kinos erkrankt. Schlechte Effekte, schlechte Story, schlechte Darsteller. Das Drehbuch ist ein Witz. Wobei ich sagen muss, die Darsteller sind eigentlich gut. Sie werden bloß schlecht eingesetzt. die Charaktere sind komplett unsympathisch. Die Action, ich weiß auch nicht, also bei Jurassic World hat gar nichts gestimmt und diesen Erfolg kann ich mir null erklären. Ich erkläre es mir nur damit, dass Leute halt einen Dino-Film sehen wollten, haben sich an Jurassic Park erinnert gefühlt. Viele gehen ja auch ins Kino und wollen sich auf nichts Neues einlassen. Sie wissen, dass Jurassic World, oh ja, Jurassic Park habe ich gesehen, könnte mir gefallen. Platz Nummer 2, Avengers 2. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Wie oft muss ich noch sehen? Diese sinnlosen Effektorgien mit dieser unzusammenhängenden Handlung, diesen schlechten geschriebenen Charakteren, dieser pseudo aufgesetzten Wichtigkeit. Ne, also Avengers 2 geht gar nicht. Hat 2, 3 richtig gute Actionsequenzen, aber das war's dann auch schon. Selbst Tony Stark, der für mich die Filme immer bis jetzt gerettet hat, wirkt hier nur noch wie ein Abziehbild. Und ja, ich hoffe, diese Ära hat bald ein Ende. Und Platz Nummer 1, ein Film, bei dem ich wirklich gebetet habe, dass er endlich zu Ende ist. Kingsman, Secret Service. Oh Gott. Hier wird wirklich alles versucht. Also ich weiß auch nicht. Dieser Film ist einfach von vorne bis hinten falsch geraten. Diese gewollte Charakterisierung von dem Hauptdarsteller, dass man ihn mögen muss. Dieses Ganze auf cool getrimmte. Der Sound. Ich weiß auch nicht. Colin Firth versucht ja hier wirklich sympathisch zu sein. Die Kirchenszene hätte so spektakulär sein können, wenn sie nicht so komisch geschnitten wäre und diese Musik gezagt hätte. Und naja, der Film will gewalttätig sein, andererseits versteckt das auch. Ach ja, dieser Film ist einfach nur falsch, falsch, falsch. Wie gesagt, ich habe auch keine Lust mehr jetzt zu reden, es waren die Top 10, also wenn ich drüber nachdenke, also mir wird richtig schlecht. Diese Filme waren wirklich eine Zumutung für mich dieses Jahr, ich musste mich da durchquälen ohne Ende. Und ja. Würde mich gerne interessieren, was eure Hass-Top 10 waren oder eure Top 5, keine Ahnung. Das sind wirklich Filme, die mich wirklich quält haben im Kino. Und ja, und es kotzt mich an, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt euch, wenn ihr auch zu viel vom Negativen habt, schaut euch meine Top 20 an. Da bin ich nur voll des Lobes. Aber eine Top 10 muss auch mal sein, meiner Meinung nach. Gerade da hier viele Filme dabei sind, die unendlich Budget hatten und nichts daraus gemacht haben. Die einfach praktisch... Ja, hätte man das lieber begabteren Filmmachern gegeben, wäre es vielleicht besser gewesen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben, geht ins Kino und ja, bleibt gesund und bleibt mir erhalten 2016. Macht's gut.